Ja, moin moin und heidi ho, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück bei Edna bricht aus mit Mathilde und Harvey und natürlich auch mit Edna. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir wollen immer noch raus aus der Irrenanstalt. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen ganz dringend erstmal ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Mit anderen Worten, wir brauchen ein Ticket für das Wäscheliftsystem, auch bekannt als Kleiderbügel. So, hoffen wir mal, dass wir es hinkriegen. Erstmal will ich den Fernseher umschalten. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge: Kaufen und Verkaufen. Na toll, vom Regen in die Traufe. Schauen wir uns das doch mal an. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge: Kaufen und Verkaufen. Okay, nicht mehr. Reden wir mal mit dem Fernseher. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge: Kaufen und Verkaufen. Okay. Fragen wir mal hier: Kaufen? Kaufen? Kaufen. Kaufen? Kaufen. Kaufen? Nein, nicht mehr kaufen. Also, zweimal kaufen und einmal nicht kaufen. Das ist nicht schlecht zu wissen, weil jetzt gehen wir hier an Juppi ran. Hallo? Hallo! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nein, nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Okay, versuchen wir es nochmal. Hallo? Hallo! Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Aha, guck mal. Jetzt könnten wir ihn vielleicht aus der Reserve bringen. Er scheint ja den Verstand verloren zu haben, weil seine Frau ihm im falschen Augenblick ihm seinen Sohn unter die Nase gehalten hat. Sieh mal, Juppi, es ist ein Junge! Wie bitte? War nur ein Scherz. Ein Scherz? Oh nein, nicht schon wieder! Das Telefonat! Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte, behalte das Telefon ruhig. Sehr schön. Wir haben den Telefonhörer bekommen. Mit dem reden wir erstmal gleich. Wen soll ich schon anrufen? Du kannst mich anrufen. Das ist lieb, aber ich kenne deine Nummer nicht. Ich habe zwei. Die Lampenschirmnummer? Und die, wo ich Furzgeräusche mit meiner Achselhöhle mache. Oh, da fällt mir ein, wir haben gar nicht mit dem Brunnentipp geredet. Hallo? Die Lautlosen sind die schlimmsten. Und mit dem Becher haben wir, glaube ich, auch nicht geredet. Wer ist eigentlich dieser Frank? Na, ich bin Frank. Du bist Frank? Ich bin Frank. Mein Uronkel dachte, er sei der große Hieronymus. Wenn ich auf der Bühne bin, ist jede Faser meines Körpers frei. Jede Geste, jede einzige Bewegung. Natürlich weiß ich jetzt, wo ich hier stehe, dass Frank nur eine Rolle in einem studentischen Kurzfilm ist. Aber wenn ich auf der Bühne bin, dann bin ich Frank, okay? Okay. Fein. Gut, dann bringen wir doch mal den Telefonhörer dahin, wo er hingehört. Was war das? Oho! Hey, da ist eine Münze drin! Wechselgeld! Sehr schön! Bring mich zum Schotter! Und wisst ihr was? Na, mal gucken. Hörer auf die Gabel. Passiert noch was? Nö. Nichts.
Gut, und das Schöne ist, jetzt, wo wir Geld haben, können wir Kaffee holen. Juhu! Wo war denn nochmal der Kaffee? Ich glaube, da ging es zum Bienenmann, oder? Oh, ich sehe, hier können wir noch was beschnippeln. Oh, nee, das ist das Klo. Schnell wieder raus, bevor da die Petra wieder rausspringt. Ah, hier sind wir beim Bienenmann. Und da ging es dann zur Bar. Ob wir nochmal mit Peter reden? Na, du? Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Wow. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Okay, den müssen wir auch noch irgendwie zu Petra bringen. Aber jetzt will ich erstmal einen Kaffee. Oh, halt. Es läuft ja der Kaffee sonst wohin. Kaffee. Heinrich würde es freuen. Hat hier jemand Kaffee bestellt? Vielleicht sollte ich die Leute mal direkt fragen. Gut. Dann. Wir wissen ja, wer gerne Kaffee trinkt. Hier, ich habe dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Ja. Ohrenschmalz. Wachsig und bernsteinfarben. Ihr erinnert euch, dass der Professor seinen Kleiderbügel nicht rausrücken wollte, weil er den braucht, um zu seinen Bernsteinminen in Peru zu kommen. Was macht nur deine Faszination aus? Ja. Ich funke wie Bernstein. Hui. Ach, so. Harvey. Bernstein macht doch nicht hui. Ach ja? Wie macht Bernstein dann? Bernstein macht nichts. Es liegt nur jahrzehntelang am Strand rum. Verstehe. Wie Peter Schilling. So, schauen wir uns mal die Kondelkarte an. Der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Da steht schon was drauf. Vorsicht, Frank. In Spiegelschrift. Seltsam. Was soll ich schreiben? Edna Surprise. Okay. So, mal gucken, ob wir ein Edna Surprise kriegen. Nee, Quatsch, Blödsinn. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Okay, jetzt wird's ein bisschen kniffliger. Möchtest du noch einen Drink? Ich habe noch einen, danke. Mein Glas ist schon seit Stunden halb leer. Juhu. Wenn Captain Unbrauchbar Kryptonit ist, leidet er tagelang unter starken Depressionen. Soll ich dich von deinem Leiden befreien? Welches Leiden meinst du? Naja, das Gesicht, die jammervolle Erscheinung.
Der fehlende Lebenszweck. Das unstimmige Gesamtgefüge der überflüssigen Peter-Existenz halt. Ich komme drauf zurück. Irgendwie müssen wir Peter überreden, aus der Bar in die Toilette zu gehen. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Oh, das könnte es gewesen sein. Ha! Das war's! Sehr geil. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Oh, ein Grog. Einen Grog bitte. Den servieren wir hier nicht mehr. Was ist passiert? Lustige Geschichte. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenen Abenteuer. Ja, netter Kerl eigentlich. Hatte natürlich eine Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Dr. Marcel brach ihm beide Schienbeine. Dann hat er ihn in eine Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Okay. Das war dann wohl Guybrush Threepwood, bekannt als furchtloser Pirat aus Monkey Island. Einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einmal die Komplettlösung, bitte. Ja, die hättest du wohl gerne haben. Hier. Steht aber nicht auf der Karte. Scheiße. Vielleicht kann ich's doch draufschreiben. Was soll ich schreiben? Komplettlösung. Okay. Ich glaube nicht, dass es klappt, aber ich finde, man kann's probieren. Einen Drink, bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einmal die Komplettlösung, bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht? Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst draufgeschrieben. Gib es zu. Ach, Menno. Barmann, einen Drink, bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Dann nehmen wir mal einen Stinktrink. Einen Stinktrink, bitte. Ein Stinktrink. Kommt sofort. Wie nett. Sogar mit Strohhalm. Nur, es riecht hier so komisch. Ist jemand gestorben? Aber erstmal wieder reden. Strohfried Strohhalm, was hast du mit deinem Hals gemacht? Ach Gott, das ganze Akkordeon? Okay. Schäm dich. Wieso? Was hab ich getan? Angefangen zu existieren. Pfui. Ich ferkel. So, dann wollen wir diesen Stinkdrink mal trinken. Ich muss verrückt sein. Jo. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das Fort umzingelt, Colonel. Oh, Gott sei Dank, alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Ja, ist durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Aber das Gute ist, wir wissen ja, der Professor möchte gerne ein in Bernstein gefangenes Fossil. Hallo, kleiner Freund. Wie ist es da drüben? Nicht Fossil, sondern Insekt. Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Yay! Dann wollen wir doch mal zum Professor gehen. Hm.
So. Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen? Dino-Dioness, in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine Dino-Zuchtprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein mähnen. Kommen wir ins Geschäft. Abgemacht. Deal. Oh yeah. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. So. Dann wollen wir mal das Wäscheliftsystem nutzen. Aber halt, erstmal müssen wir mit dem reden. Bist du mein Ticket in die Freiheit? Sagt nichts. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, das ist ein gültiger Fahrschein. Aber du bist noch nicht an der Reihe. What? Stell dich hinten an und warte, bis deine Nummer aufgerufen wird. Was? Du hast Ticket Nummer 3, dran ist aber die Nummer 2. Ach, das ist doch Käse. Das System irrt niemals. Na gut. Dann holen wir uns eben für Nummer 2 das Dings. Warte mal, kann ich hier das da noch beschnibbeln? Sehr schön. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Hey, Alu! Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Ja, ja, ja. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ja, ich weiß, aber... Ah, vielleicht muss ich ihm einfach den Zweier geben. Pass auf dein Karma auf. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind? Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha, und jetzt willst du tauschen. Genau. Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein echter Freund. Ha, geht doch. Dann wollen wir jetzt ins Wäscheliftsystem. Ja, machen wir doch. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Okay, mein Töchterlein ist gerade aufgewacht und bedarf Aufmerksamkeit. Das heißt, ich mache hier jetzt doch einen kleinen Break. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, wenn wir ins Wäscheliftsystem eindringen. Bis dahin, macht es gut. Ciao!